Viel frisches Gemüse und zarte Kräuter sind nicht nur ein optischer Blickfang, sondern auch ein genusssicherer Bestandteil von jedem Frühlingsmenü. Ein Stück zartes Fleisch tut das Gericht optimal ergänzen. Schön, sind Sie heute dabei. Grüezi miteinander. Fenchel je nach Grösse längs sechseln oder achteln. Damit sie beim Garen schön zusammenheben, schneide ich den Strunk nur ansatzweise weg. Leicht karamellisiert und aromatisiert mit Anissamen bekommt der Fenchel einen ganz speziellen und feinen Geschmack. Und dazu einen Esslöffel Zucker in eine weite Pfanne streuen. Jetzt also warten, bis der Zucker geschmolzen ist. Das beigefügte Wasser verzögert den Karamellisierungsprozess zeitlich ein bisschen. Das heisst, es ist vor allem für Ungeübte einfacher so. Den Zucker nur hell karamellisieren. Er soll also nicht zu dunkel werden. Ein bisschen Anissamen und Butter beigeben. Sobald die Butter geschmolzen ist, den Weisswein dazugießen. Der Zucker kristallisiert, wird dann aber gerade wieder flüssig, sobald alles zum Kochen kommt. Dabei darauf achten, dass es nicht spritzt, denn so eine Karamellflüssigkeit ist sehr, sehr heiß. Den Fenchel jetzt salzen. Je nach Grösse der Schnitz zudeckt ca. 15 Minuten knapp weich köcheln. Das Gemüse zwischendurch einmal wenden. Die Garzeit ist stark von der Grösse und Dicke der Fenchelschnitz abhängig. Bald kommen die Cherrytomaten dazu. Ich tue sie vorgängig schon mal halbieren und ebenfalls noch ein bisschen mit Salz und Pfeffer würzen. Weil das Fleisch in Minuten schnell zubereitet ist, unbedingt den Peterli vorgängig auch noch gerade schneiden. Auch das Gemüse noch fertig zubereiten. Das heisst, Tomaten zum Fenchel geben und die restlichen 5 Minuten mitgaren. Weil die Charbonnatstückchen am Schluss mit dem Peterli nochmal in der heissen Pfanne gekehrt werden, tue ich sie vorgängig nur 30 Sekunden auf jeder Seite anbraten statt 1 Minute. Brotbutter in einer Brotpfanne heiss werden lassen. Fleischstück beidseitig nur je 30 Sekunden anbraten. Dann rausnehmen, würzen und zudeckt warm stellen. Mit der zweiten Portion Fleisch gerade gleich verfahren. Dann die Herdplatte ausschalten und die Butter in der gleichen Pfanne schmelzen lassen. Und zwar so lange, bis sie schäumt. Die geschnittenen Peterli kurz drin schwenken, mit ein bisschen Salz würzen. Und jetzt ganz am Schluss die Fleischstückchen nur kurz drin wenden. Fenchelgemüse und Charbonnade zusammen anrichten. Das Rezept lautet, mit guten, frischen Zutaten etwas Feines auf den Tisch bringen. Die genauen Angaben findet ihr natürlich wie immer in der aktuellen Coop-Zeitung oder online zum Abladen. Danke vielmals fürs Zuschauen und hoffentlich bis gleich wieder. Adi miteinander.